Sehr geehrte Frau Professor Hagedorn Saupe, ich begrüße Sie herzlich als Vertreter der gastgebenden Institution hier, Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Lieber sehr verehrter Dr. Paul Klimpel als Vertreter der Organisatoren hier. Ich begrüße aber auch alle Vertreterinnen und Vertreter der, ich glaube, insgesamt 12 kooperierenden Kulturinstitute, so viel wie es bisher noch nicht gegeben hat. Und ich begrüße Sie natürlich alle sehr herzlich, meine Damen und Herren, zu dieser 4. Veranstaltung Zugang gestalten in einer bemerkenswerten Reihe. Zugang gestalten zu unserem kulturellen Erbe. Ich begrüße Sie herzlich im Namen der Deutschen UNESCO-Kommission, die zum ersten Mal die Schirmherrin sein darf über diese Veranstaltung. Die Deutsche UNESCO-Kommission hat dies ausgesprochen gerne getan, denn die Frage, wie man Zugang gestalten kann zu Wissen, zu unserem kulturellen Erbe, ist eine absolute Kernfrage der UNESCO. Und für diese Kernfrage und für die Frage, wie gestalten wir das in einer Wissensgesellschaft der Zukunft, macht sich die UNESCO sehr stark. Das Konzept der Wissensgesellschaft geht dabei über die landläufigen Beschreibungen der Informationsgesellschaft weit hinaus. Das ist ja eher ein Konzept sozusagen des industriellen Verständnisses des Vertriebs von Wissen und Dienstleistungen. Für die UNESCO sind Wissensgesellschaften Gesellschaften, in denen Menschen nicht nur Zugang zu Informationen haben, sondern eben auch die Möglichkeit, die für sie relevanten Informationen in Wissen zu nutzen, umzuwandeln und die Gesellschaft dadurch mitzugestalten. Der UNESCO World Report Towards Knowledge Societies, er stammt aus dem Jahre 2005, identifiziert dabei mehrere Dimensionen für die Verwirklichung eines solchen gesellschaftspolitischen Konzeptes. Auf der Dimension 1 geht es um Zugang zu Information und Wissen, um die Gestaltung dieses Zugangs. Von selber kommt er nämlich nicht in einer Gesellschaft. Es geht um die Gewährung von Meinungs- und Pressefreiheit. Es geht um Bildung für alle als Grundvoraussetzung einer demokratischen und partizipatorischen Gesellschaft. Und es geht um die ordnungspolitische Gestaltung von Vielfalt auf all diesen Dimensionen, insbesondere kultureller Vielfalt. In all diesen Dimensionen ist die Frage der Digitalisierung von kulturellem Erbe ein Kernthema der UNESCO. Hierbei geht es vor allem um die Umsetzung von den Zielen 1, die Realisierung des Rechts auf Zugang zu Informationen, 2, die eigentliche Digitalisierung von analogen Dokumenten und 3, die Sicherstellung des langfristigen Zugangs und des Erhaltes auch von Born Digital kulturellen Erbedokumenten. Also Dokumenten, die in digitaler Form bereits erzeugt worden sind. Die sogenannte Vancouver Declaration, Sie finden sie übrigens in dem letzten Band dieser Reihe Zugang gestalten, abgedruckt, in Deutsch übersetzt. In dieser Vancouver Declaration on Digitalization and Preservation aus dem Jahre 2012 fordert unter anderem die Stärkung von Digitalisierung und Erhaltungsstrategien weltweit als staatliche Aufgabe, die Entwicklung von akademischen Curricula zum Erlernen im wahrsten Sinne des Wortes, welche Strategien man nutzen kann, und schließlich auch um die Einrichtung von internationalen Diskussionsplattformen über die Frage der Standardisierung, der Standards von Digitalisierung. Lassen Sie mich diese Prinzipien und Überlegungen an ein paar sehr praktischen Beispielen erläutern. Digitalisierung erleichtert den Zugang zu kulturellem Erbe, wir haben das vorhin schon gehört, ganz erheblich und macht kulturelle Güter somit für weit größere Zielgruppen und Nutzergruppen zugänglich, als das bislang überhaupt möglich war. Digitalisierte Dokumente sind in der Theorie jedem Menschen jederzeit zugänglich. Aber damit das Wirklichkeit und Realität wird,
müssen wir das gesellschaftlich gestalten. Digitalisierung birgt ein enormes Potenzial. Gleichzeitig bedarf es hier aber Strategien, um auch den Gefahren zu begegnen, die zum Beispiel der Bewahrung kultureller Güter, digitaler Kommunikationstechnologien unterworfen drohen können. Es könnte auch passieren, dass es Abhängigkeiten von großen Firmen beispielsweise gibt und Unternehmen, und das wäre und oder stünde im Widerspruch zum Prinzip der kulturellen Vielfalt. Die Gestaltungsaufgabe ist eine absolut wesentliche für jede Art von innovativer Entwicklung einer Gesellschaft. Wichtig für den Zugang zu und die Verbreitung von Wissen ist jedoch auch, dass Dokumenten für jeden kostenfrei zugänglich gemacht werden können und weiterverwendet werden können. Offene Lizenzen können dies ermöglichen. Sie fördern den freien Wissensaustausch, denn durch sie und ihn können Urheber ihre Werke für bestimmte Verwendungen ganz genau freigeben, ohne dass es hierzu eines Nutzungsvertrages, einer Lizenz bedarf. Steht ein digitales Gut unter einer offenen Lizenz, erleichtert dies ganz erheblich den Zugang zu diesem Gut und kann auf diese Weise die kreative Nutzung und Weiterentwicklung einer Gesellschaft befördern. Um auch Institutionen und Privatpersonen in Deutschland und Europa zu ermutigen, vermehrt von offenen Lizenzen Gebrauch zu machen, gibt die Deutsche UNESCO-Kommission in Kooperation mit Wikimedia Deutschland und dem Hochschulbibliotheksverband Nordrhein-Westfalen genau in dieser Woche einen kostenlosen Leitfaden zum Thema offene Lizenzen in englischer Sprache heraus. Und meine Damen und Herren, Sie können diesen Band auch hier erhalten. Und es ist mir eine Freude, Ihnen mitzuteilen, dass der Autor, Mitglied der Deutschen UNESCO-Kommission ist, auch unter uns ist, Dr. Till Kreutzer. Er wird auch, glaube ich, morgen hier sprechen. Bildung für alle. Ich glaube, darüber muss man gar nicht mehr so viele Worte verlieren. Bildung für alle ist eine absolute Basisforderung für eine partizipative Gesellschaft. Und es setzt natürlich voraus, dass Materialien für alle zugänglich sind im Internet. Ein Wissensaustausch, der auch kollaborative Wissensverarbeitung und Bildung fördern soll, so sieht es die UNESCO. An diese sich eröffnenden Möglichkeiten schließen beispielsweise die offenen Bildungsmaterialien an, die sogenannten Open Educational Resources. Die Deutsche UNESCO-Kommission hat hierzu bereits zwei Konferenzen in Deutschland mitgestaltet. Dabei stellen Urheber von Bildungsmaterialien diese unter einer offenen Lizenz zur Verfügung und ermöglichen den Nutzern damit den kostenlosen Zugang sowie die kostenlose Nutzung, Bearbeitung und Weitergabe der Materialien. Dies birgt sehr große Chancen zur Förderung des Zugangs zu Wissen, aber auch zur Förderung von, ich sage mal, bildungsärmeren Schichten. Und das ist, glaube ich, unter dem Gesichtspunkt einer demokratischen Gesellschaft mindestens ebenso wichtig. Es ist zugleich aber auch, wenn Sie an die internationalen Möglichkeiten des Wissenaustauschs denken, ein absolut enormer Beitrag in unserer globalen Welt zum interkulturellen Lernen. Denn wenn man zusammenarbeitet und zusammen Bildungsmaterial weiterverarbeitet, bleibt es gar nicht aus, dass man interkulturell wahrnimmt, wer einem da gegenüber sitzt. Das neueste Projekt der UNESCO können Sie bereits auf tagesschau.de nachsehen. Es ist das jüngste Kind in dieser Reihe und heißt, eine Art Wissensspeicher für Science zu gestalten. Es ist eine Art Datenbank, wenn Sie so wollen. Und die UNESCO arbeitet hier zusammen mit dem Magazin Nature und entwickelt diese Datenbank Wissen, Wissenschaft, Zugang zu schaffen für Wissenschaftsergebnisse gemeinsam. Und ich glaube, das wird ein absolut spannendes Projekt. Ich würde Ihnen gerne noch empfehlen, einen Blick zu werfen auf Memory of the World. Das ist ein Projekt des Dokumentenerbes. Sie sind alle vertraut mit dem Bau
Welterbetitel, den die UNESCO vergibt, des Welterbes. Daneben gibt es natürlich auch das Naturerbe. Und Memory of the World ist das Dokumentenerbe, das dritte Kind in dieser Reihe. Und Sie müssen sich vorstellen, alles, was auf irgendeinem Trägermaterial gestaltet worden ist, das kann auch Film sein. Metropolis ist beispielsweise in diesem wunderbaren Programm Memory of the World, das Gedächtnis der Welt, wie wir das übersetzen, beispielsweise drin, oder Jixi, der Buchdruck, die Buchdruckerfindung in Korea, zeitgleich mit der Gutenberg-Erfindung des Buchdrucks, beide zusammen. Sie sehen, das ist ein weltumspannendes Programm, wo man auch Twinnings macht, Partnerschaften sucht. Es sind unter anderem aber auch ganz aktuell, gerade in diesen Tagen, die Dokumente von 2+4-Vertrag drin zum Mauerfall und auch die filmischen Dokumente zum Mauerfall. Das heißt, exzeptionelle, für die Welt insgesamt bedeutsame Materialien, die universellen Charakter haben. Die sollen, das ist der Gedanke dieses Welterbes, nicht nur allen Menschen gehören, sie sollen auch allen Menschen zugänglich gemacht werden. Und das verbindet sich mit der Verpflichtung all derer, die ausgezeichnet werden, diese Dokumente zu digitalisieren und der Welt kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Ich könnte Ihnen noch viele andere Beispiele nennen, aber ich glaube, Sie haben einen Einblick gewonnen in ein gesellschaftspolitisches Konzept, das die UNESCO verfolgt, eben nicht ein industriepolitisches. Und ich nenne das immer sehr gerne, die Wissensgesellschaft ist eine Idee des neuen Humanismus, an dem wir, glaube ich, aus guten Gründen zu arbeiten haben. Ich wünsche Ihnen eine wunderbare, aufgeklärte, erkenntnisreiche Diskussion, Debatte mit sehr guten Ergebnissen. Und wie das so ist bei Debatten, sie müssen vorurteilsfrei geführt werden und mit Erkenntnisinteresse an allen Modellen dieser Welt. In diesem Sinne ist diese Konferenz eine Zwischenbilanz in weiterführender Absicht. Viel Erfolg.